Ne, hier ist die 1, glaube ich, nicht. Die 1 war hier oben oder hier 1, ja. Okay, 10. Bring mich dahin. 11. Bringt mich dahin. 12 bringt mich hier hin, wo ich hin will. Und das müsste die 16 sein, genau. So, ist hier schon die 17. Port 17. Ja, die bringt mich hier zur 17. Gut, hier war die Nische ohne Sinn. Und hier ist sicherlich dann Port 18. Mhm. Der bringt mich nach 18. So. Von 18 kommen wir nach 8 oder nach 7 oder in die andere Richtung. Nirgends hin. Okay, da wäre ein Portausgang. Port 8, Port 9. Hier wäre 16, hier wäre ein Ausgang. Gucken wir doch mal. Erstmal machen wir das Licht wieder an. Gucken wir doch mal ganz kurz, ob der Ausgang verschwunden ist. Doch, ist er. Okay, ermöglicht uns es etwas freier zu bewegen. Oh, und bei 2 ist noch was aufgegangen, sehe ich gerade. Also erstmal Port 16. Wie kommen wir am besten? Obwohl, Port 9 bringt uns direkt zu Port 1 zurück. Den Schalter haben wir gedrückt. Jetzt sind wir... Bum, bada, bum. Von 1 kommen wir hier oben nach 1 und da kommen wir nach 2. So, der hat auch was ausgemacht. Ist jetzt die Frage, was hat er ausgemacht? Port 3 war es schon mal nicht. Jetzt bin ich bei 3. Kann nochmal zur 1 zurück. Von der 1 zur 2. Von der 2 zur 8. Okay, das hilft schon mal nicht. Ich kann zur 16. Ja, das hier oben ist abgehakt. Na, gehen wir mal in die 9. Von der 9 komme ich nirgendwo hin. Autsch, außer gegen die Wand. So, jetzt bin ich bei 6. Port 7, Port 8. 8 bringt mich dahin. 7 bringt mich zu Port 2. Ne, nehmen wir nochmal Port 8. Hier unten. Nehmen. 16, genau, da sind wir hier nämlich. 17 hat uns dann wohin geführt? Dahin. In die Nische. Mhm. Wo führt uns 18 nochmal hin? Habe ich eigentlich noch irgendwelche ungeschriebenen Porter gerade? Muss ich mal gucken.
Bis jetzt nicht. So, 18 führt uns. Nach 18. Sieben führt uns in eine Sackgasse, soweit ich noch richtig weiß. Gehen wir einfach mal in 7. Ja, 7 führt uns in die Sackgasse hier. So, jetzt bin ich wieder bei 2. Also ja, 2 ist hier nach 3. Ich würde gerne mal nach 13 oder 15 kommen. So, jetzt bin ich in 4, jetzt bin ich in 5. Jetzt bin ich in 6. 8 ist hier oben. 9 ist hier. Da bin ich wieder beim Einfangen. Nicht das, was ich wollte. Jetzt muss ich mal einfach mal kurz gucken. 13 und 15. 13 wäre hier. Dafür müsste ich von 12 aus. Und um an die 12 zu kommen, müsste ich zu 11. Und um an die 11 zu kommen... Um an die 11 zu kommen... 11, 11... 11 ist hier... Nee, 11 ist nicht hier. Da ist 11. Ja, 11 müsste ich an die 10... Und die 10 ist wo? Ernsthaft? Wo ist die? Wo habe ich die 10 wieder vergessen? Da ist nämlich nur der Ausgang von 10. Ach, da ist 10. Also zu 1. Okay. 1. 10. 11. 12. 13. Okay, der ist noch aktiv. Ich bin jetzt bei der 14. Da kann ich nur zu 15, die nicht mehr aktiv ist. Squall of Frostbolt. Du bist ein... Rapid Spell, der erste, den wir haben. Und von mir aus ein sehr wichtiger. Damit kann ich nämlich Gegner einfrieren. Gut, also ist hier Port 15 weg? Wo hätte mich Port 15 überhaupt hingeführt? Ach so, wieder dahin zurück. Okay, da komme ich auch von der 13 aus hin. Dieser Port ist noch da. Ist jetzt irgendwas wieder zugegangen oder irgendwas auf? Ich
Ich habe halt hier oben noch nicht nachgeguckt. So, Port 5 ist noch da. Bringt mich hier hin. So, Port 1 bringt mich wieder hier hin. Ist noch ein Portausgang übrig, frage ich mich gerade. Ja, wieder von 13. Ich bin jetzt bei der 1 hier oben, gell? Also bring mich mal zur 10. So, von der 10 bring mich zur 11, genau. 11 zur 12. 12 zur 13. 13 Ausgang. Und hey, wir haben das Secret auch gefunden. Das ist mal was für dich. Nämlich Armor. Spellfire Burst. Fire Spell, okay. Das ist ein Gegenstand. Das ist Squall of Blink. Air Magic, okay. Und eine Flasche. Gut. Party is transported to a secure location for 2 seconds and then transported back again. Evasion plus Excesses Spellcost. Das ist ein Air Magic, ein Stunning Air Spell. Okay. The party blinks away and back again. Ah ja. Und du hast hier einen Fireburst, den kannst du aber noch nicht. Das ist ein Apprentice. Dann rein mal damit. So. Ich bin ja schon bei der großen Überzeugung, dass mir der rote Gem hier nichts bringt. Und ich habe kaum noch Essen. Das hier war das Take Your Time Rätsel. Von dem ich nicht erwarte, dass ich hier... was drauflegen müsste. Also es ist sicherlich irgendein Knopfrätsel. Kann auch sein, dass ich irgendwo einen Knopf oder so übersehe. Na gut. Erstmal wieder zurück nach B, dass wir hier fertig werden. Den will ich nicht nochmal opfern und dann verlieren, wenn ich da durchgehe. Okay, jetzt bin ich wieder im Labyrinth. Ja, hier oben war ich noch gar nicht. Gehen wir mal zu Port 4. Achso, ja. Nicht Port 4, da müssten wir zu 14, um dorthin zu kommen. Ah, gehen wir zu 4. Nee, 4 bringt uns nichts. Wir müssen zu 14. 14, wo bist du?
Ach ja, und den Teleporter, den mache ich mal aus. Vierzehn ist hier, also dasselbe Spielchen wie vorhin. Zu 10. Zu 11. Zu 12. 12 bin ich jetzt hier, also zu 13. Und zu 14. Ja, dann bin ich wieder hier. So, ich habe jetzt die Auswahl zwischen 12 und 4. Okay, 12 ist noch aktiv. Du bist auch noch aktiv, genauso wie du. Du bringst mich hier zu 17.